Mike Ilseder, Sie sind der Held dieser verrückten Schlussphase. Wie fühlt sich das an? Ja, ist ein beeindruckendes Gefühl. Also ich bin total glücklich, dass die Mannschaft helfen konnte mit meiner Einwechslung. Auch vorher schon Farid hat auch viel dazu beigetragen. Pfeffi mit dem herausgeholten Elfmeter. Aber dass ich den Schlusspunkt setze, freut mich natürlich riesig. Beschreiben Sie mal das Tor, bitte. Ja, das ging so schnell. Ich sehe nur, Ossi kommt zum Kopfball. Er klärt auf der Linie mit der Brust und ich habe einfach meinen Oberschenkel hingehalten und habe ihm den Oberschenkel reingedrückt. Und danach die Emotionen bei den Fans mit den Spielern, beschreiben Sie mal. Ja, atemberaubend. Also, dass heute auf dem Mittwoch so kurzfristig so viele Leute hergekommen sind, ist natürlich für uns Mannschaft ein schönes Zeichen. Und wir sind überglücklich, dass wir das zurückzahlen konnten und ist einfach Hammer. Es sah lange in diesem Spiel nicht danach aus, dass es so noch ausgeht. Was kann das jetzt für eine Initialzündung sein für die Mannschaft? Ja, wir hatten viel, auch in der ersten Halbzeit, viel Ballbesitz. Vielleicht nicht die zwingenden Chancen, aber wir haben immer wieder den Ball in unseren Reihen gehabt. BHK stand tief und ich glaube, dass wir, ja, es war ein Geduldsspiel zum Ende. Und dann machen wir natürlich, kriegen wir den Elfmeter, was auch, ja, war faul, aber es ist immer glücklich, dass man einen Elfmeter bekommt. Und zum Ende hin, belohnen wir uns einfach mit dem 2:1. Also gibt es jetzt noch eine Kampfansage von Lok an den Rest der Liga? Ach, wir wollen einfach so lange mitmischen, wie es geht oben. Wir haben den Anschluss gehalten und ja, jetzt schauen wir mal, was wir in den nächsten 3 Spielen bis zur Winterpause machen. Danke, Mike Ilseder.